Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papers Cheeseria. Wieder mit dabei sind Francesco und der Vito von den Funky Junkies. Und heute ist die siebte Folge von Papas Cheeseria. Wir sind aktuell Level 10. Level 10? Ich wollte 7 sagen, aber ich dachte. Wir haben den Bird Buster. Okay. Da werden wir immer mal reinkommen. Wir sind immer noch mit Dinko de Mario beschäftigt. Ich würde sagen. Wir machen weiter. Nick, neuer Customer. Oh. Der sieht dick aus. Ja, das auch. Der sieht aus, als ob er ein bisschen öfter kommen würde. Aber merkwürdig auch. Er hat einen Helm auf. Er macht Water Rafting. Oder wie auch immer das heißt. Nick möchte so ein. Alles klärchen, mein Bärchen. Dann nehmen wir mal dich. Wenn ihr euch fragt, warum ich so verschnupft bin, ich habe gerade eben genießt und dann bin ich gerne mal verschnupft danach. Achi. Ja. Das Wetter ist auch unter aller Sau. Na, gestern war das krass. Ja. Regen und Regen und Regen. Gestern war bei uns Platzregen. Und Ronald Regen. Ronald Regen. Ich dachte, du meinst Ronald Reagan. Birdbuster. Ja, kennst du nicht das Lied Regen von Bodo Wartke? Das war das hier und das hier. Daran kann ich mich noch erinnern. Geil. Dann Chicken des anderen Remoulade. Chicken des andere Frise. Chicken. Ups. Des andere und Remoulade. Mann, so ein dickes Ding. Junge, Junge, was kann man gar nicht. Kann man auch gar nicht beißen. Eine Uhr muss ich reinlegen. Eine Uhr muss ich reinlegen. Und dann muss ich hier hin. Dann gehe ich hier hin und nehme das von. Spezielles Rezept incoming. Oh shit. Mitte. Raus. Spezielles Rezept incoming. Haha, I like it a lot. Oh, da wollte ich hin. Dahin, dann alte Gouda mal 2. Dann Chicken, Kochschinken. Ach, Bacon meine ich, nicht Chicken. Dann drauf. Auf den Herd, 1 Uhr. Freistation, das hier drauf. Die da rein. Bacon und noch nicht abschließend, weil das wird nämlich hier fertig. In die Mitte bitte. Oh, da muss ich mal aufpassen. Rausholen und rein. Bitte Nick, wie viel gibst du uns? Oh, da fehlt ja nicht viel. Niemand gibt 100 Punkte. Noch nicht. Du musst noch eben kurz warten, denn ich würde eben hier ein spezielle Rezepte bekommen. Ich liebe spezielle Rezepte, weil spezielle Rezepte bedeuten spezielle Sachen. Oh mein Gott. Ah ne, das war noch kein spezielles Rezept, Entschuldigung. Entschuldigung! Nochmal ein Birdbuster. Der Name. Birdbuster. Also viele Birds. Das war das, dann das und das, dann Chicken, diesen Schinken, Remoulade und Klatsch. Drauf und dieses möchte ich gern haben, hat er gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, das machen wir doch gerne, machen ihr Bacon drauf. Machen wir noch mal ein bisschen Remoulade und kriegen dann von Yui ein spezielles Rezept. Bam!
Barbecue Bacon! Bam! Yeah! Get that, bitch! Oh. Give me the special recipe. Tim möchte Tortilla mit de... Was war das nochmal? Ich hab wieder vergessen, was für ein Käse war. So viele, wir sind schon zu weit. Genau. Und jetzt alles zu mehr. Also so ein Cheddar-Käse? Cheddar, genau. Was für Cheddar? Ah ne, weil das hier haben, das wir gar nicht Cheddar haben, glaube ich. Nö, nee, das ist unser. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sag ja, wir haben zu viele Sachen. Fresse. Build Station, dann wieder hier hin. Dann die andere Scheibe drauf. Hier hin und einmal die Uhrzeit. Hier den Birdbuster. Und Bacon. Und Rita, was gibst du uns denn Schönes? 99 Punkte plus nochmal 2 Tickets. Alter, nur zu viele Tickets. Badadadam, dadam. Und jetzt kommt, glaube ich, wieder der eine Typ, der uns diesen blauen Award gibt. Kaching! Da ist er, der Jojo. Oh. Puh. Und lass schon mal rein. Tortilla mit gemischtem Käse. Sieht sehr merkwürdig aus, bei dir. Dann diese besonderen Paprikas drauf. Dann Western-Soße und das. Oh, right on the time. Nur nicht vergessen. Eye of the Tiger ist der Vito. Tomato-Suppe und Day. Tim, gib uns eine Statistik. Ja. Lots of lettuce. Da-da-da-da-da-da. Umdrehen. Da-da-da-da-da-da-da. Das ist schon fast fertig. Fertig! Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Weil? Weiß ich nicht. Ich wollte es nur sagen. Ach so. Ja, da staunst du, wa? Flipline Studios. Ups. Da hätte ich fast schon das Falsche gemacht. Ich fast in der Mitte durchgestellt. Nur ist es in der Mitte? Wo ist sogar in der Mitte? Oh! Der Wahnsinn ist es. Pepper Pro Mate. So schön Backup gesaved. Was war das nochmal? Oh, das mit den Rohren, wo die Rohre verlegen ist. Ach so, nee, da nicht. Und weiter geht's. Nach der Werbung. Ja. Oh, Summer Vacations. Summer Low. Eluau. Au. Kahuna Matata. Geil. Pineapple Ananas. Ja. Das kam überraschend, dass wir Summer Low haben. Muss unsere ganze Dekoration jetzt auch machen. Eben. Oh, der will eine große Krabbe haben. Graubrot, gemischter Käse. Ja. Want to order nicht mehr. Okay, jetzt kriegen wir nämlich auch andere Sachen unlocked. Wie Ananas zum Beispiel und die anderen Sachen. Wollen sie halt nicht mehr. Guck mal, das ist ja richtiger.
Das ist ein richtiges Toast Hawaii. Sandwich Hawaii. Ja, 2 Euro ist doch sowas. Er möchte das well done haben. Tutto complete, well done. Was hast du denn so Schönes für uns? Du hast Claire für uns, die Normalo haben möchte. Die Krankenschwester. Die Nurse, genau, die Krankenschwester. Die Nurse. Das Nurse Dough. Dough, Cookie Dough. Cookie Dough, I want to make dough to make tobacco. Moment, war das hier? Irgendwann kommt man. Ah, hier, Badges, genau, da wollte ich mal schauen. Wie das nochmal hieß. Das dürfte man hier irgendwo hier sehen. Prozent, da sind wir auch schon fast. Kriegen wir auch schon was davon, Experte. Hier von auch bald mit Bildscore. Ich wollte eigentlich gucken nach. Wo ist es denn? Es müsste bald kommen, oder nicht? Okay, das ist Schweizer Käse, wer hätte es gedacht? Klassischen Käse. Okay, nee, wir haben Cheddar. Wir haben Pepper Jack Käse. Wir haben Mozzarella. Das eine ist Cheddar, das andere ist Mozzarella und das ist Marble Colby. Was ist das denn? Marble Colby. Jetzt will ich mal schauen. Marble Colby Cheese, genau. Das ist. Okay. Two others, ja. Aus 2 Käsesorten. Ja. Gut zu wissen. Ja. Back to game. Tomaten und Bacon. Das ist hier drauf. Uhr noch versehen. Ich weiß nicht, ich muss so bald hin, oder nicht? Ja. Oh, sieht aber krass aus, du. Mensch! Das ist, dass ich durch deinen Zielnamen verweist. Mensch, Nevada! Reiner Ralle. Hast du dich aus dem Nevada hergeschlichen? Reiner Rallmund. Reiner. Achso, okay. Oh. Oh. Das ist ein Problem. Ich glaube, das hier wird nämlich später fertig als das. Ich glaube, er ist not amused, dass er später ankommt. Ananas, Paprika, Tomate. Und genau, nach der Soße wollte ich eigentlich schauen, was für eine Soßen sind. Shit! Oh, raus und raus. Wir hatten noch die Wahl, geil. Barbecue-Soße. Ich will mal kurz schauen, was für Soßen sind. Badges. Das müsste nach dem Käse kommen. Das sind Tomaten, Salat, Grilled Chicken. Das ist Sliced Ham. Sliced Turkey. Das eine ist also Schwein Tutan. Und das andere ist Truthahn. Oder, ja, Truthahn, ja. Jalapenos sind die. Das sind Fajita Peppers. Das sind Peppers. Paprika ist ja klar. Naja, Pepperoni würde ich ja sagen. Nicht Paprika. Fajita Peppers. Also Fajita ist ein Gericht. Ja, haben wir in der mexikanischen Küche.
Das sind originale Versionen aus gegrilltem und anschließend klein geschnittenem Rindfleisch besteht, das dann zusammen mit grün, mit Streifen von grüner Chili auf einer Weizentortilla serviert wird. Fajitas werden mittlerweile auch als, aus Schweinefleisch oder Huhn zubereitet, seltener auch aus Garnelen. Zu den Beilagen zählen oft saure Sahne, Guacamole, Salsa, Pico de Gallo, Käse und Tomaten. Das spanische Wort Fajita ist das Diminutiv zu Faja, das mit Gürtel übersetzt wird. Es bezog sich auf das Zwerchfell beim Ochsen als Herkunft des Fleisches, in der Küchensprache als Kronfleisch bekannt. Im Englischen und so weiter. Das Kronfleisch der Rinder gehörte zu den Schlachtresten, die die Viehtreiber in einem Schlachttag kostenlos erhielten. Im Restaurant mit Tex-Mex-Küche ist heute vielfach üblich, Fajitas zusammen mit Paprikaschoten und Zwiebeln. Also entweder sind es Paprikaschoten oder Chili. Ja, zusammen mit Paprikaschoten. Achso, ja. So. Ich glaube, Fajita-Peppers sind so besondere Peppers. Einmal haben wir hier, das ist Ranch-Soße übrigens, nicht Remoulade, das ist Ranch-Soße. Dann haben wir natürlich Tomatenketchup, dann haben wir Buffalo-Soße, Barbecue-Soße, Southwest-Soße und mehr noch nicht. Egal, weiter geht's. Fertig. Kahuna Matata. Oh, Build Station mal wieder so ein bisschen mager. Take the order. Usch. Ich krieg schon wieder Hunger. Na gut, ich hab auch nichts essen, ne? Hab bei heute auch nicht so viel gegessen. Barbecue-Soße. Dann geschnittenes Chicken, Barbecue-Soße, Bacon, Ananas und Druff. Mehr oder weniger habe ich gerade mitbekommen, dass wir hier schon fertig sind. So unzufrieden, Ember. Fick dich. Birdbuster. Ready. Ready to go. Noch nicht. Ich mach's gleich. Ich mach erstmal hier den nochmal fertig. Bacon und Ranch Soße. Ist ja gut, Madame. Nevada, Nevada, Nevada. Noch einmal hier das. Build Station, das war das mit dem, mit dem, mit dem, dann dem, dann dem, dann dem und dann Ranch Soße. Hoffe ich doch. Dich. Richtig. Hier sind wir auch schon wieder fertig. Barbecue-Soße, Alter. Ich freue mich hinterher. Bacon. Druff. Chuck. Moment, sehe ich das richtig, dass wir schon unseren 6. Kunden heute bekommen? Wir bekommen heute 7 Kunden. Birdbuster. Nochmal Birdbuster. Oh, mein Name. Eieiei. Birdbuster. Chicken. This.
Truthahn, Chicken, Truthahn, Ranchsoße, zuklappen, auf den Herd, eine Uhr. Den Grill, dieses hier da drunter, dann das drauf, dann Barbecue-Soße und danach Jalapenos. Ein Jalapeno ging daneben. Dann verbrennt sich zumindest Amber nicht die Zunge. Diese Bildstation nicht 100%. Was wohl nicht perfekt war. So, dann nehmen wir mal Rwanda an. Rwanda. Senfsoße war das, glaube ich, ne? Oder, ja, ich glaube, Senf war das. Ja. Mustache. Mustard, ist das so? Ich habe keine Ahnung. Irgend so was. Mustard. 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 Mustard war der Schnurrbart. Hey, brauchst du den da? Okay, wir haben gerade Aufnahmezeit. Dann tun wir mal hier ein bisschen Tomatenketchup drauf und nochmal ein bisschen Bacon zum Verfeinern. So, Roy, du bereust es bestimmt nicht, bei uns gewesen zu sein. Oh Gott, die schlechten Witze. Du meinst, es war Mustard? Ja. Das müsste über das jetzt sein. Okay, dann brauchen wir gar nicht gucken. Entschuldigung, dann war es wahrscheinlich Mustard. Weil das sieht mir sehr nach Senf. Das sieht mir ziemlich senfig aus. Ja. Oder mal nie. Nein. Wir haben eine Menge Geld, wir können uns eine Menge kaufen. Das muss man nur auch hier einrichten. Meine ich ja. Wir müssen ja schön dekorieren. Dekoration ist der. Ist das, was uns, was wichtig ist. Nicht nur uns, sondern was auch den Leuten wichtig ist. Dass, wenn wir eine spezielle Zeit haben, wie wir jetzt gerade Sommervacations haben. Ich will noch kurz nachgucken nach Summerlorn. Luau. Luan, meine ich. Luau. Ist immer schön zu wissen, immer schön die Geschichte zu wissen von den Holidays. Sollen wir das googeln? Keine Party. Also Luau ist halt immer ein Fest dann. Offenbar gibt es auch bei den anderen. Und ist eine traditionelle hawaiische Party. Hawaiianische Party oder Fest, das in der Regel durch Unterhaltung begleitet wird. Sie kann Nahrung wie. Ja, da unten gibt es auf Deutsch. Gibt es auf Deutsch stehen. Ja, warte, Original. Language ist Deutsch. Ist der Name für Feste in Hawaii. Abgeleitet von der Bezeichnung für Taro-Spritzen. Spitzen. Die Kombination aus Hula-Vorführung und traditionellem Essen wird auf allen Inseln angeboten. Die Veranstaltungen sind sehr verschieden. Neben dem Old Lahaina Luau, das als relativ authentisch gilt, werden auch Luau mit stärker polynesischen Akzent angeboten, bei denen Tänze und Bräuche aus Tahiti, Samoa und anderen gezeigt werden. Neben den Tanzdarbietungen ist das traditionelle hawaiianische Essen Mittelpunkt des Luau. Dazu wird oft ein Erdofen-Imu verwendet,
Dazu wird eine Vertiefung in die Erde mit heißen Steinen ausgelegt. Ein Kalua-Schwein wird in Bananen- und Teeblättern eingewickelt, auf die Steine gelegt und mit Erde zugedeckt. Über einen Zeitraum von etwa 9 Stunden wird das Schwein im Imu gebacken. Laulau, eine in Teeblättern eingewickelte Mischung aus Rind, Schwein, Huhn oder Fisch mit Taro-Spitzen, wird im Imu gebacken. Familiäre Feste der Einwohner Hawaiis werden ebenfalls als Luau bezeichnet. Auch hier spielen bestimmte Speisen und geselliges Beisammensein mit Musik und Hula eine wichtige Rolle. Doch kommt es hier mehr auf die Pflege sozialer Beziehungen an, vor allem im Rahmen der erweiterten Familie. Dieses mit Schweinen in Blättern und in der Erde verbuddeln, das hatten die beim deutschen Hell's Kitchen. Hat Frank Rosin gemacht. Aha. Als Schmackofatz. Als Schmackofatz, also? Ja. Ja. Als besonderes Content. Gericht. Wir haben 14 Stück. Ich glaube, das war's. Ja. Immerhin ein Dollar. Oh. Okay, dann probierst du dich mal woanders zu treffen. Bitte nur nicht mal die Salami mit. Man kann es noch weiter versuchen. Ja. Oh, oh, oh! Chicken Puss. Wanna play? Of course. Und da waren das mal voll mit Puss. Oh! Von Punkt zu Punkt unterschiedlich. Er ist schwerer. Bam! Kettled Cap. Kalettenkappe. Freie Übersetzung von mir. Oh, verdammt. Würde ich mal das richtig bezeichnen. First try! Eingelocht. Eingelocht. Pink Limonadengum. Oh. Oh. Das ist sehr gewagt. Oh. Oh. Was? Es sah gut aus. Ja. Jetzt nehme ich die Mitte. Aber die Mitte wird es nicht sein. Weil zu viel im Weg ist. What did I say? Okay. Ach, Ringo. Wollen wir mal schauen. Von dieser Onion hier hin. Das ist immer richtig. Das ist Luxe. Granhut. Hold ho. Hey ho, she rises. Oh Gott. Oh shit. Wir müssen das ungefähr hier treffen. Den Fisch mitnehmen. Shit. Oder wir versuchen die andere Seite. Oh. Pattern Spreader, das brauchen wir für den Winter. Wir haben schon mindestens 75% durchgespielt hier. Na, das ist ja nur eins, ne? Also man kann. Erstmal haben wir dann Bronze, dann haben wir Silber, dann haben wir Gold. Oh. Aber es dauert. Schatti! Naja. Letzter Versuch. Oh. Ja.
Egal, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen und ein paar Sachen. Das heißt, wir können jetzt erstmal. Moment, wir haben noch was im Inventory. Das ist aber für Ostern, wenn ich es richtig sehe. Oder sind wir? Ne, wir sind bei L. Egal, wir können das trotzdem reinhauen. Das hier ist für das Richtige. Das ist für Kinko de Mario. Das können wir in der Inventory reinhauen. Das ist für. Mal was ein Poster einfach reinhauen. Aber dafür kriegen wir noch einen Bonus. Machst du jetzt hier rein? Das ist ein guter Bonus. Flooring haben wir nicht. Doch, haben wir. Easy. Dann, das heißt Closes. Ein Hut, das heißt, wir werden uns Kleidung erstmal kaufen. Für Lises hier. Kaufen, ja, kaufen, ja, kaufen, ja. Gibt keine Poster dafür. Ein Surfboard. Das hier. Das hier. Musik. Und das. Können wir noch Upgrades kaufen? Oh, hauen wir mal Upgrade rein, ne? Wir haben es ja. Dekoriere Inventory. 60 Punkte. Boah. Ein Tisch. Das ist ein Match, Junge, das haut ja richtig rein. Na, immer nichts mehr. Jetzt sind wir erstmal dann. Jetzt kleiden wir uns natürlich dementsprechend ein. Und schauen uns nochmal hier. Ja, was ist mit dem T-Shirt? Haben wir doch. Ist das nicht immer noch das Kinko de Mario? Das ist, weil ich eine Jacke anhab. Wollen wir nochmal gucken, was wir noch so bekommen haben. Barbecue Bacon ist new und das ist das und gemischter Käse. Dich. Plus one Customer. Star. Geil! Das ist geil, aber ich bleib erstmal bei Tickets. Nächste Woche machen wir noch einmal Tickets und dann ändern wir das Ganze. Wir haben 10% davon schon freigeschaltet, geil. Respekt und mit diesen Aussichten und Tag 17 vor unserer Nase beenden wir diese 7. Folge von Papas Cheeseria. Wir, das sind Vito und Francesco. Und wir sehen euch dann nächsten Samstag wieder mit der 8. Folge von Papas Cheeseria. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, euch hat das Video von Papas Cheeseria gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Fühlt euch immer frei, euren Senf zu diesem Video zu geben. Dort unten findet ihr links die letzte Folge von Papas Cheeseria. Das war das 6. Video und Opagine. Und rechts daneben findet ihr das letzte Video von unserem Channel. Das war Euro Truck Simulator 2, die 2. Staffel, das 21. Video und Realismus in Spielen. Da haben wir uns ein bisschen über Realismus in Spielen und auch über die Spiele oder Softwarefirmen oder Entwicklungsstudios, die Spiele produzieren und entwickeln, unterhalten.
Und ganz unten seht ihr nochmal die Social Media Links wie Facebook und Twitter. Alles ist wie immer unten in der Beschreibung mit drin. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Morgen gibt es dann wieder schönes GTA Video. Video für euch. Bis dann. Tschö.